Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Edadom zu einem neuen Let's Play-Projekt, zu einem neuen Pokémon-Let's Play, zu Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. In welcher Sprache möchte ich das Spiel spielen? Am besten in einer japanischen oder chinesischen Schriftzeichensprache. Ja, wir beginnen am besten mit Deutsch. Spiel starten. Jo, wir liegen los. Einstellungen wurden gespeichert. Du erhältst einen Anruf von Professor Kukui aus der Alola-Region. Da ist er. Er taucht auf. Einen Augenblick. Abend. Es dauert nicht mehr lange, bis du nach Alola ziehst. Diese Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander kämpfen. Rufels, Wommel, ich spiele nachher mit euch. Okay, wartet bitte noch ein bisschen. Ich hätte da ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Welches dieser Fotos stammt gleich nochmal von dir? Welches Foto stammt denn gleich nochmal von mir? Hier können wir gleich die Charakterauswahl betätigen und uns einen Charakter auswählen. Jetzt kommt das Überraschende. Ich werde in diesem Spiel nicht den männlichen Charakter spielen. Ich werde in diesem Spiel alles auf Kopf drehen und den weiblichen Charakter spielen. Also sind die ersten vier Bilder schon mal für mich raus. Dann gucke ich mal hier unten nach. Welche Dame wollen wir denn als Zwergina für dieses Spiel nehmen? So schöne blonde Haare oder schöne braune Haare mit schöner, leicht gebräunter Haut und braunen Augen. Die Augenfarbe ändert sich ja auch hier. Aber ich denke, das kann man später noch anpassen hier. Ich würde sagen, wir nehmen die braunhaarige hier. Das passt doch so ziemlich am besten. Zwergina, du bist es. Das bist es du. Gut, und könntest du nochmal deinen Namen für mich buchstabieren? Wie heißt du? Moment, ich muss mal kurz nachdenken. Ich glaube, ich nehme diesen Namen hier. Der passt am besten. Zwergenfee, habe ich das richtig gehört? Ja, Zwergenfee ist wohl irgendwie die weibliche Form von Zwergenfürst. Das würde ich durchaus so sehen. Den nehmen wir, den Namen. Alles klar, jetzt habe ich alle Infos, die ich brauche. Zwergenfee. Toll, dein Name haut rein, wie ein Tropenkick. Ich freue mich schon darauf, dich persönlich willkommen zu heißen. Da beginnt das Abenteuer. Hey, Zwergenfee, hilfst du mir bitte bei den Vorbereitungen für den Umzug? Und da sehen wir die Aether Foundation. Wenn das nicht Lilly ist. Na,
Die Eröffnungsszene kennen wir ja aus Pokémon Sonne. Aber da ist ein kleiner feiner Unterschied. Wer ist denn das? Wer sind denn die Typen da? Das verläuft gerade hier ein bisschen anders, als wir es kennen. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst, dem ersten Part. 3 Monate später. Die Insel, da liegt sie im Ozean. Mele Mele ist es. Da ist unser Haus. Und da ist unsere Mutter und unser Mauzi. Nein, ist das? Nein, das ist nicht unsere Mutter, oder? Nein, das ist ein Kind, ein spielendes Kind. Ich hab's kurz mal verwechselt. Sorry. Da ist unsere Mutter. Ach, ist das nicht herrlich, idyllisch. Unser erster richtiger Abend unter dem Mond von Alola. Sein sanfter Schein ist ja so beruhigend. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskartons auszupacken. Reicht ihr schon, hat sich genug entspannt. Mauzi, gehst du bitte ins Zimmer Zwergenfee holen? Mut! Das macht sie doch glatt. Ganz pink hier im Zimmer. Oha! Mut! Das ist leider noch nicht leer. Ist ein anderes Mauzi. Da sehen wir aus einer anderen Perspektive uns im Bett liegen. Miaut! Ich übersetze mal, aufstehen! So ungefähr. Und schwupps stehen wir im Bett. Nicht im Bett, am Bett. Erzähl mir nicht, dass du so schnell aufstehen kannst. Erzähl keinen Scheiß. Ich schlaf mal gleich weiter. Es duftet irgendwie angenehm beruhigend. Na, weiter geschlafen wird hier wohl nicht. Mozi. Mautz. Cool. Ja, wir sind jetzt der weibliche Charakter. Den spielen wir in diesem Let's Play. Ich setze mal die Mütze auf hier. Das ist dein neuer Kleiderständer, den du erst kürzlich spendiert bekommen hast. Kann ich das auch anziehen? Nö. Ich soll ohne Hut und ohne Tasche rumlaufen. Schaust in das Notizbuch, das dein Vater dir gegeben hat. Abenteuerregel Nummer 1. Drücke den X-Knopf, um das Menü zu öffnen. Abenteuerregel Nummer 2. Drücke dann den Y-Knopf, um dein Spiel zu speichern. Wollen wir ja wohl mal ausprobieren. Sofort mal gespeichert. Jo. Gibt zwar noch nicht viel zu speichern, aber wir haben es mal gespeichert. Gleich mal ausprobiert. Die weisen Worte von unserem Vater angehört. Selbst auf diesem kleinen Globus sind Kanto und Alola weit voneinander entfernt. Der Umzug, der ultrafizierte Umzug in Pokémon Ultramond. Das ist ein Autogramm, das du von einem Arenaleiter der Kanto-Region bekommen hast. Darauf steht, viel Glück, Rekrutin. Das ist deine Heimkonsole, die man sogar nach draußen mitnehmen kann, um dort zu spielen. Och, wie toll die Switch. Nice. Immer die neueste Konsole. In Pokémon Sonne, das habe ich euch im letzten Part gezeigt. Also gestern kam ein Pokémon Sonne-Part raus. Ein letzter Spezialpart von Pokémon Sonne. Und da habe ich euch gezeigt, wie es hier aussah in Pokémon Sonne. Da hatte man die Wii U hier noch stehen. Eine weiße Wii U. Hat man eine schwarze Switch. Ah, nice. Die Heimkonsole, die man sogar ein bisschen nach draußen nehmen kann. Spitzenklasse. Das ist ein Relaxo-Sitzkissen. Es soll so bequem sein, dass man nie wieder davon aufstehen möchte. Lass uns mal draufsetzen. Nein, geht es nicht. Ich möchte aber meinen Hut mitnehmen. Es ist ein neuer Kleiderständer, den du erst kürzlich spendiert bekommen hast. Ja gut, sollen wir wohl ohne Kopfbedeckung rausgehen.
was nicht weiter wild ist. Weil im Haus kann man auch so ohne Kopfbedeckung rumlaufen. Außerdem sind wir hier auf Alola. Das dürfte nicht so schlimm sein. Du hast tief und fest geschlafen. Was? Jetzt strotzt du sicher nur so vor Energie. Schau mal aus dem Fenster, hier ist es schon Abend. Kein Wunder, Alola und Kanto liegen schließlich ganz schön weit voneinander entfernt. Und Zwergfee, freust du dich schon auf Alolas Pokémon? Und ob ich mich drauf freue. Auf Ultra-Alolas Pokémon, sozusagen. Das glaube ich mir. Ich würde ja auch viel lieber rausgehen, als hier die Kartons aufzuräumen. Wir leben jetzt schließlich in der Alola-Region, einem Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle ganz total lieb sein, ganz sicher. Aber weißt du was? Ich denke, du solltest nach draußen gehen und selbst herausfinden. Am besten holst du dir gleich deine Sachen und machst dich fertig. Deine Mütze und dein Beutel hängen am Kleiderständer in deinem Zimmer. Danke, Mutter, das habe ich noch nicht bemerkt. Danke, dass du mich darauf hinweist. Ach, und vielleicht vergiss nicht, einen Blick auf deinen Abenteuerfibel zu werfen. Danke, das habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, sie liegt auf dem Schreibtisch. Danke für den netten Hinweis. Darauf wäre ich nicht gekommen. Also nochmal zurück. Einmal den Hutständer betrachten. Den habe ich spendiert bekommen. Nein, da steht jetzt was anderes. Das ist der Kleiderständer, von dem deine Mutter gesprochen hat. Du schnappst dir deine Mütze und deinen Beutel. Da wird sich umgezogen. Nahaufnahme von den Beinen. Vom Oberkörper. Und vom Gesicht. Ja, da sind wir nun komplett angekleidet und treten gleich wieder raus. Sieht so aus, als wärst du bereit. Sei vorsichtig, wenn du im hohen Gras vorbeikommst, hörst du Zwergfee. Weil mich meine Mutter auch Zwergfee bzw. Zwergfürst nennt. Nee, stimmt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir noch einen Pokémon im Haus hätten. Jetzt schau dich aber erst mal in Ruhe um. Warum stattest du nicht Lilly einen Besuch ab? Maut! Das ist bis dato derselbe Text, den wir aus Pokémon Sonne kennen. Ich kann mich noch dran erinnern, der war genau so. Bis auf die Intro-Sequenz bisher noch nichts sonderlich Neues. Aber da wird bestimmt noch einiges kommen. Hoffentlich. Das will ich ja sehr stark hoffen. Dieselben Früchte, dieselben Tüten, alles noch unausgeräumt. Der gleiche Karton, der noch nicht ganz ausgeräumt ist. Ja, es wohl bis zum Ende des Let's Plays bleiben wird. Während ich auf Reisen gehe und ganz Alola erkunde, schafft es meine Mutter nicht mal, das Zimmer einzuräumen. Und die Pappkartons stehen immer noch rum. Ist klar. Spiegel. So, kann ich mich hier nochmal in Mutters Bett legen? Mauzis Bett. Wieso schläft die nicht in meinem Zimmer? Wieso schläft die im Zimmer von meiner Mutter? Es sieht unbenutzt aus. Da ist Betten von Menschen bevorzugt. Natürlich, Mauzi schläft im Bett von der Mutter. Okay, ja. Keine weiteren Gedanken dazu. Raus geht es an die frische Luft. Na, das sieht schon ein bisschen anders aus, wie ich es in Erinnerung habe. Die Garage ist offen. Das ist Papas Auto. Mama hat es aus Kanto mitgebracht, um damit einkaufen zu fahren. Vielleicht erfahren wir in diesem Let's Play, was mit Papa passiert ist. Das ist Mamas geliebtes Surfbrett. Das sie aus Kanto mitgebracht hat. Papa ist da immer drauf gesurft. Ja, was ist mit Papa passiert? So, da sind wir im Spiel angekommen. Jetzt können wir uns relativ frei bewegen. Ja, relativ, weil gleich die nächste Sequenz kommen wird, wie ich vermute. Das Zuhause von Zwergenfee. Könnt mich auch Zwergi nennen. So, da geht es weiter die Route hoch. Hier eine schöne Ansicht von meinem Haus nochmal gezeigt. So, da komme ich nicht lang. Da ist der Weg versperrt. Aber wie denn auch sonst? Hier haben wir gleich einen freundlichen jungen Menschen hier auf der Route. Wohin der Wind dich auch weht, mit gedrücktem B-Knopf läuft es sich schneller. Da stand was anderes, ich weiß. Mir gefällt es dir, mein Lieb. Sehr gut,
Du hast auch ein Mauzi. Mauz! Ich werde mir auch eins besorgen. Da schweben irgendwelche Viecher über den Horizont, über den Himmel. Was, über den Horizont? Nein, auch über den Horizont, stimmt. Sieht ein bisschen aus wie... Schaut aus wie Kramurse. Das schaut ganz danach aus. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Inzwischen kann man sich mit Leitern aus der ganzen Welt treffen und gemeinsam Spaß haben. So wird jeder Tag zu einem speziellen Tag oder was auch immer da stand. Ich hab's überblättert. Ja. Scheint ja so, als ob wir heute ein bisschen weniger geschubst werden. Ausrufezeichen! Irgendwas bewegt sich im hohen Gras. Es kommt immer näher. Kommt. Uha! Eine wunderbare Perspektive. Und ein Donald. Mango! Was willst du, Donald? Oh, die drei Starter. Bau! Miau! Mango! Da verdünnisiert der Donald sich. Ob man mich jetzt begrüßt, beschützt, schaut so aus. Da habe ich die drei vor mir. Professor Kukui! Hey! Sag mal, dich kenne ich doch von irgendwoher. Aber sicher doch, Zwergenfee, stimmt's? Aber sicher doch, Zwergenfee, stimmt's? Das habe ich jetzt doppelt vorgelesen. Was soll's? Alles ist in Ordnung bei dir. Ja, dank der Pokémon. Ich habe mich nur ein bisschen erschreckt. Ja, und ich erst. Uns mit einer Pokémon-Attacke auszudrücken. Der Horrorblick in meinem Gesicht. Hättest du mal sehen sollen, als die drei plötzlich davongestürmt sind, um dir zu helfen. Wir kennen uns zwar schon, aber ich will mich noch einmal persönlich vorstellen. Ich bin Professor Kukui und ich heiße dich bei uns in Alola willkommen. Einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen hier in Alola alle Türen offen. Dann kann dir auch nichts passieren, wenn du im hohen Gras von wilden Pokémon angegriffen wirst. So, dann will ich dir jetzt mal die drei hier vorstellen, die dir eben aus der Patsche geholfen haben. Das wären... Hätten wir zunächst das Pflanzen-Pokémon Bautz. Bautz! Als nächstes Flammiau von Typ Feuer. Miau! Und zu guter Letzt noch das Wasser-Pokémon Hoppball. Und jetzt halte dich fest. Eines von ihnen wirst dein Partner-Pokémon. Toll, oder? Vielleicht war das ja auch der Grund, warum sie dir eben unbedingt helfen wollten. Jetzt liegt es an dir. Für welches Pokémon entscheidest du dich? Das ist schön. Ihr wisst es, wenn ihr meine Videos verfolgt, dann wisst ihr, wie ich mich entscheiden werde. Also, welches Pokémon soll von nun an dein Partner sein? Bautz, Flammiau oder Hoppball? Ihr wisst, wie ich es nehme. Ich nehme diesmal nicht Flammiau. Und auch nicht Robball, sondern das Bautz. Komm zu mir, Bautz. Mahuhu! Bautz kann lautlos an seine Gegner heranfliegen, um sie zu überrumpeln. Du wählst also das Pflanzen-Pokémon, Bautz? Ja, ich wähle dich, Bautz. Da habe ich mich selbst in derselben Stimme wie Professor Kukui gesprochen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil das irgendwie schon meine Stimme ist. Jede Stimme ist hier meine Stimme. Da haben wir das. Pokémon Bautz. Du hast dich für Bautz entschieden. Ja, ich habe mich tatsächlich mal für Bautz entschieden. Möchtest du Bautz einen Spitznamen geben? Oh, darüber habe ich ernsthaft gesagt nicht nachgedacht. Ja, okay. Natürlich will ich dem einen Spitznamen geben, aber wie nenne ich das Ding? Ja, versteht ja Robin Hood. Das End-Pokémon, das Endresultat sieht aus wie Robin Hood und hat auch eine Robin Hood-Attacke. Und in meinem Kopf war es lustig.
Hundi wurde in dein Team aufgenommen. Du hast also Bots gewählt. Ihr gebt zusammen ein tolles Team ab. Jetzt bist du ein waschechter Trainer und kannst Pokémon-Kämpfe austragen. Hier, nimm diesen Pokéball. Darin wird sich Bots sicherlich wohlfühlen. Ich nehme ihn wieder aus der Luft. Und jetzt ab nach Lilly, Zwergenfee. Ich will dir den Inselkönig vorstellen. Den Inselkönig? Den Inselkönig? Wahnsinn. Wer das wohl sein mag. Den Partner Bautz ist ein Geschenk vom Inselkönig. Es gehört sich einfach, dass du ihm zeigst, für welches Pokémon du dich entschieden hast. Und wer weiß, vielleicht lässt er zur Feier des Tages zusätzlich noch eine Kleinigkeit springen. Unser Inselkönig ist ein äußerst erfahrener und starker Pokémon-Trainer. Nur wenige können ihm im Kampf das Wasser reichen. Joa, da sind wir jetzt endgültig angekommen in dem Paralleluniversum zu Pokémon Sonne und Mond, natürlich. Lilly liegt in dieser Richtung. Ich weiß so ungefähr, wo es liegt. Glaub mir. Ich weiß, wo es liegt. Bots ist am besten in den Pokéball aufgehoben, denn den ich dir gerade gegeben habe. Ja, dann mal auf nach Lee. Die Kampfbildschirme sind noch krasser als zuvor. Zumindest der Start gegen den Kampf hier. Ihr wisst, was ich meine. Blattwerk haben wir als Attacke. Scheint neu zu sein. Ich kenne Bouts nicht. Hatte den im vergangenen Spiel noch nicht. Könnte nur umständlich neu sein. Mit dem Flammjau könnte ich jetzt natürlich testen. Könnte ich herausfinden, was neu und was alt ist. Aber ja, ich will ja ganz neue Wege gehen. Ich will das Spiel neu erleben. Neu erforschen. Hoodie. Ja, der ist jetzt in meinem Team. Und, hey, guckt mal, wie sie läuft. Das sieht doch schon viel menschlicher aus als dieses Rumgezappele von dem Trainer, den ich in Pokémon Sonne spielen durfte. Du findest das Item Trank. Vielleicht ist das auch bei den weiblichen Trainerinnen so, dass sie ein bisschen eleganter läuft. Obwohl, das hat sich schon wieder... Ja, sie läuft immer noch genauso blöd. Arme Schwenk. Ja, die Steuerung. Ja, das, ja. Sieht immer noch aus. Da haben wir doch wen, den wir schon kennen seit langem. Hey, du! Hast du schon entschieden, welches Pokémon dein Partner werden soll? Ich bin Tali. Ich wollte unbedingt mit dir zusammen unsere Partner-Pokémon auswählen. Und weil ich es einfach nicht abwarten konnte, bin ich gleich herbeigestürmt, um dich zu treffen. So ungefähr. Wow, dein Bau ist total cool. Aber warte mal, soll das heißen, dass du dir bereits ein Pokémon ausgesucht hast? Nein, deshalb läuft auch dieses Bautz neben mir her. Das tut mir echt leid, Tali. Zwergfee wurde auf dem Weg her in einem kleinen Zwischenfall im hohen Gras verwickelt. Und da habe ich sie, ihr Pokémon, gleich an Ort und Stelle wählen lassen. Naja, halb so wild. Vielleicht hat euch ja das Schicksal zusammengeführt. Du kannst dich aber immer noch zwischen diesen beiden hier entscheiden, Tali. Miau! Dann entscheide ich mich für dich, Robball. Ah, du da. Weißt du was? Dass ich mit dir auf Abenteuer gehen würde, hatte ich schon vor Ewigkeiten beschlossen. Natürlich nimmt der Robball, das passt so richtig zu ihm. Wir zwei werden zusammen so viel Spaß haben. Ich freue mich schon riesig. Ach, Professor, pass bitte gut auf Flamiao auf, okay? Das versteht sich doch von selbst, Tali. Also gut, Flamiao, zurück in deinen Ball. Das gleiche gilt auch für die anderen. Robby und ich wollen dich um einen Gefallen bitten. Wir hätten gern, dass du den
und dass du der Gegner in unserem ersten Kampf bist. Ja, ich bin dabei. Komm, auf geht's. Moment, bevor ihr kämpft, heile ich der Fairness halber erstmal dein Bautz. Och. Och, dem ist doch kaum was passiert. Alles klar, das wird bestimmt ein Riesenspaß. Ich werde alles geben. Und da haben wir unseren ersten Trainerkampf. In Pokémon Ultramond. Pokémon-Trainer Tani fordert dich heraus mit einem Pokémon. Welches Pokémon das wohl sein wird? Was für eine Überraschung. Es ist ein Hoppball. Oha. Und mein Hoodie wird jetzt auch mal kämpfen hier. So, Hoodie, setze Blattwerk ein. Das hast du schon mal eingesetzt. Du weißt, wie es geht. Attacke. Ja, sein Hoppball wird wahrscheinlich ein bisschen ineffektiv gegen mein Hoodie sein. Wie mein kleines Boots. Es klingt ein bisschen komisch, dass der Name Hoodie, aber ja, wir werden uns dran gewöhnen. Ja, wir müssen uns dran gewöhnen. Und ein nächstes Level für Hoodie. Hoodie erreicht Level 6. Ja. Sehr schön. Und da haben wir den Trainer Tali besiegt. Das war dann auch gleich meine erste Niederlage. Tut mir leid, Hoppball. Zangenfee gewinnt 100 Pokédollar und geht sie gleich. Tali hervor. Wow, du bist echt gut, Zwergenfee. Und dein Bautz ist super cool. Für mich kommt es bei einem Kampf darauf an, dass alle Spaß haben. Damit meine ich nun nicht nur uns Trainer, sondern auch unsere Pokémon. Schön zu sehen, dass ihr so bei der Sache seid. Ihr habt die Stärke eurer Pokémon voll ausgespielt und ein wahres Feuerwerk an Attacken entfacht. Zwergenfee und Tali. Jetzt sollten wir aber schnell nach Lilly gehen. Wir sind schon so gut wie da, Zwergenfee. Ja, die Treppe hoch und dann sind wir da. Ich weiß. Ich kenne mich hier schon ein bisschen aus. Auf nach Lilly. Echt? Nachher Lilly treffen wir an. In Lilly. Auf geht's. Lilly. Lilly I. Zwei I's am Ende. Viel zu viele I's. Und damit endet dieser Part schon an dieser Stelle. Ich unterbreche das. Ich muss das ja noch hochladen heute. Es soll noch ein Part am Release Day kommen. Na dann, bis morgen. Morgen kommt der nächste Part. Glaube ich noch, sollte euch dieser Part gefallen haben. Morgen geht's weiter. Abonniert den Kanal, um es ja nicht zu verpassen. Gehabt euch wohl und haut drinne. Ciao, ciao.